Im Tal lag eine Leiche. Der Po war bemoost. Prost, natürlich hier Moos auf diese Steine. Da ist so ein Tontopf. Was da drin war, wissen wir nicht. Mindestens Wasser. Das ist ja sehr schön, dieser Bewuchs, der sich hier herausgebildet hat und sehr erhaltenswert ist. Ich glaube, das nennt sich sogar Landschaftsschutzgebiet. Um Weilerstadt herum ist alles so ein bisschen unter Schutz. Das muss natürlich berücksichtigt werden im Falle von Neubaugebieten, Landwirtschaft und vieles mehr. Also wir haben die Natur hier direkt vor der Nase, wenige Schritte und dann sind wir hier voll in der Natur. Hier fühlt man sich doch sehr wohl. Man sieht auch hier die Haselnüsse. Nüsse heißt das Schwäbisch, Haselnüsse, die Würstchen kommen schon langsam und das war's mal wieder. Tschüss.